Wieso Teildefizite in Bezug auf die Ausstattung in Whirlpool? Ja, das kann ich mir jetzt eigentlich leisten. Ich glaube, ich habe mir jeden Abend Essen vom Zimmerservice bringen lassen. Am Ende der Reise waren meine Hosen ein bisschen enger als vorher. Na, das ist nicht übel. Reiseangebot lässt Luft nach offen. Moshi Moshi, wo ist das Sushi? Moshi Moshi, wo ist Sushi? Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt zum Beispiel Frühstück. Und wir haben hier mehrere Buffets. Das können wir jetzt Speisentyp Frühstück. Speisentyp, gut, das ist jetzt vegetarisch. Ich würde auch gerne das vegetarisch lassen. Wir sollten den Pool mal wieder chloren, glaube ich. Entchloren. Ach, das geht die Männer sogar noch ganz gut hier. Wie sieht das mit unserem Personal aus? Ist hier wirklich dreckig? Ich sehe gar keinen Dreck. Resort Management, Reinigungspersonal verwalten. Aber wir haben hier mittlere Qualität, 2 Leute. Können ja auch 3 einstellen. Das geht auch. Resort Management, Uniform. Resort verbessern, Baumodus und Wurfmodus. Wir können das hier aufwerten. Die Dinger können wir, glaube ich, jetzt aufwerten für 5000. Zimmerservice ein- und ausschalten. Derzeit eingeschaltet, ist klar. Aufwerten. Machen wir das doch einfach mal. Eins mehr. War jetzt teuer, aber warum nicht, ne? Man muss ja auch sich mal was gönnen. Und dann stelle ich uns jetzt... Und ich muss ja mal Sims gerade lauter drehen, selber in den Ohren. Gott sei Dank kann ich das jetzt extern regeln, muss das nicht immer intern machen. Das ist immer so nervig mit dem Balancing später. Dann stelle ich jetzt mal für trübe Tage, falls es mal regnen sollte, was es ja nicht tut, weil ich den Regen ausgeschaltet habe. dann stelle ich doch mal hier so einen Flipperautomaten hin. Ich glaube, das sollte die Leute freuen. So, hier so ein, ja, was ist ein Flipperautomat? Das hier ist... Ich glaube, also UFO-Alien-Abwehr-Invasionszeug. Hier leckt das Spiel übrigens gerade überhaupt nicht. Was los? Du kommst da irgendwo nicht hin? Was ist mit dir? Lala, tralalalala. Aber hier musst du doch an alles kommen. Kommst du nicht an den Spiegel? Ich glaube, er kommt nicht an den Spiegel und das gefällt ihm gerade überhaupt nicht. Dann stellen wir mal die Waschbecken woanders hin. Oder steckst du fest? Nee. Er steckt jedenfalls nicht fest. Er kann nur irgendwo nicht hin, wo er gerne hin möchte. Ja, Arme. Ja, eigentlich sollte man sich natürlich intensiver um sein eigenes Resort kümmern, indem man halt dort... Was hat er denn schon wieder? Ist das Reinigungspersonal? Er hat hier gerade das Essen geändert. Ist das vegetarisch? Okay, da sehe ich aber Sushi und Hotdogs. Sind das vegetarische Hotdogs? Er will irgendwo hin, wo er nicht hin kann. Kann man das hier vielleicht nicht benutzen? Sieht fast so aus, als könnte man es nicht benutzen. Vielleicht muss ich mal woanders hinstellen. Was ist, wenn ich die woanders hinstelle? Halt, Moment. Ja, gerade mal random irgendwo hinhängen, wieder zurück. Und jetzt nehme ich die nochmal auf. Steht ja hier sowieso ein bisschen merkwürdig. Hier so diese Außendusche. Vielleicht stellen wir die mal dann hier hin. Irgendwo kommt er nicht ran. Und es ist wichtig, jetzt zu beobachten, was das eventuell sein kann. Ich glaube, er will irgendwas reinigen und er kommt da nicht ran. Ist das Reinigungspersonal? Nein. Was habe ich denn gebaut, dass er da nicht hinkommt? Vielleicht... Ja, ich höre dich ja. Meine Fresse, halt's Maul, Junge. Vielleicht will er irgendwo hier an den Stand oder so? Das würde mich jetzt doch mal interessieren, wenn mir der Typ sagen würde, wo genau er jetzt nicht hinkommt. Ja, was ist denn los mit dem da? Sieht hier irgendwas, wo man nicht rankommt? Ich glaube, hier kommt man überall ran. Irgendwelche Probleme hat der Typ. Vielleicht will er ja das bringen und dann kommt er nicht... Oh, das passt ja auch dahin. Und dann kommt er da nicht ran. Das wäre es lässt, ne? Haben wir eigentlich wieder genügend Geld, um den Pool ein bisschen zu erweitern? Nur so ein Stückchen. Perfekt. Einfach mal wieder einen Streifen dranhängen. Immer mal so Stück für Stück. So, der Austin muss jetzt bestimmt auch bald zur Arbeit. Wir haben uns jetzt hier so unendlich lange aufgehalten. Was macht er da gerade erstmal? Zwinkern. Oh, wieder geflirtet. Noch wieder geflirtet. Ich höre hier gerade mehrere Beschwerden von Leuten, die nicht dahin kommen, wo sie hinwollen. Irgendwas stimmt an dem Resort nicht.
Keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Es ist Reinigungspersonal. Das ist das Reinigungspersonal tatsächlich. Und die kommen wohl irgendwo nicht ran, wo sie gerne reinigen würden. Habe ich irgendwas so hingestellt, dass man nicht rankommt? Die Mülltonne vielleicht? Dann stelle ich die mal hier vorne hin, sodass man auf jeden Fall an die Mülltonne rankommt. Vielleicht habe ich die eingebaut oder sowas. Wäre ja dumm. Das ist auf jeden Fall unser Reinigungspersonal. Die Uniformen sehen merkwürdig aus. Jetzt gehen die erstmal schwimmen. Dafür bezahle ich mein Reinigungspersonal nicht. Moskitospray kann man kaufen. Neue Mitarbeiter. Persönliche Uniform für Rezeptions... Nee, ich würde gerne die persönliche Uniform für die Leute hier entwerfen. Kann ich das auch? Persönliche Uniform für Reinigungspersonal entwerfen. Ach, geil. Eigene Reinigungspersonalsuniform. Ja, du siehst toll aus. Ja, Kleidung. Karriere. Was? Es gibt einen Ausverkauf. 45%. Wow. Mitbewohner hat Miete bezahlt. Ist brav. So, jetzt haben wir hier jede Menge Ausstattung zur Verfügung, um die Personen halt anzupassen. Wir haben ja die magische Miesmupfel. Das ist das Reinigungspersonal. Das sollte irgendwie flippig aussehen. Bisschen hipper. Bisschen hipster. Nee, hipper meinte ich. Mit dem Auto hinten drauf ist nicht gut. Das sexy Reinigungspersonal. Nee, das sollte schon kurze Ärmel haben, damit sie ordentlich auch putzen können. Was ist das hier? Das sieht so nach, keine Ahnung, Security aus. Ist das da? I. Schon abgegammelte Klamotten vorher tragen ist nicht gut. Das hat was mit Sport zu tun. Das mit dem Herzchen, das passt da gar nicht. Hier, Ritteruniform, genau so. Oder nackter Oberkörper. Bei uns putzen alle Putzfrauen nackt. Hier vielleicht zufällig irgendwas Passendes? Nein? Dann vielleicht doch lieber hier sowas Klassisches? Da ist ja gar nicht mal so viel mit dabei. Das gefällt mir alles nicht. Das ist nicht stylisch genug. Das ist wiederum viel zu stylisch. Was haben wir hier? 50-50. Oh, die sehen nicht schlecht aus. Das passt für eine Reinigungsuniform. Das ist nicht übel. Gucken wir mal bei den Hosen. Kurze Hosen ist ja eigentlich schon mal ideal, aber es könnte auch ein bisschen was Flippigeres sein. Flippig, Hanni, hat's mit dem Wort flippig. Flippig, schreibt doch mal flippig in die Kommentare, wenn ihr flippig auch so flippig findet. Ah, es seufzt. Dann machen wir das Ganze auch wirklich in so einer Beachfarbe, aber so ein bisschen anders hier. Und das passen wir jetzt, können wir nicht anpassen, na gut. Kann man nur explizit eine Farbe, die anderen blauen Farben kann man nicht. Okay, na gut, kein Problem. Die Schuhe, ja, ich weiß nicht. Haben wir da nicht was Passenderes? Hier, das da zum Beispiel. Also so, ne, Fisch, das ist super als Reinigungspersonal. Nee, hier, solche Schuhe passen besser zu einem Reinigungspersonal. Und wie hast du noch mit Handschuhen? Damit man auch das Gefühl hat, dass man wirklich rundum besorgt ist. Um Hygiene und Sauberkeit. Mundschutz wäre nicht schlecht. Ich sollte mal googeln, ob es Mundschutz gibt. Irgendwo als DLC gibt es 100%igen Mundschutz. Oh, das sind übrigens die Meerjungfrau-Flossen. Oder? Ja, ich glaube, das ist das, was die Meerjungfrauen dann tragen. Warum man das hier auswählen kann, weiß ich nicht. Zählt als Accessoire, ist ja interessant. So, und dann tun wir so, als wären es so leicht durchsichtige Gummihandschuhe. Aber dann bitte nicht mit so einem Muster, sondern hier so. So. Latexhandschuhe. Ausgezeichnet. Und die Schuhe könnte man natürlich auch noch einfärben, wenn ich schon vorher dran gedacht hätte. Dann hätte ich jetzt da nicht nochmal warten müssen, bis in die ganzen Accessoires laden. Ja, bitte einfärben. Dankeschön. Machen wir die auch noch weiß. Gucken wir mal, das hier mal ganz weiß. So, und dann können wir das da überall draufziehen. Wunderschön. Naja, gut, wunderschön ist was anderes, aber... Ich finde für ein Reinigungspersonal, ich würde mir sauber vorkommen, wenn ich wüsste so, oh ja, die sehen ja hier sehr, sehr weiß und sehr akkurat alles. Und ja, das fände ich gut. Gut, die Handschuhe sehen so ein bisschen merkwürdig aus noch. Aber das kommt auch darauf an, dass je nachdem, was für eine Hautfarbe die Leute teilweise haben. So. Dieses Reinigungspersonal zieht hier auch gerade an. Resort-Uniform für Standard-Hotel-Uniform. Muss er sich da nicht umziehen? Ich habe ihm ja hier neue Uniform angezogen. Siehst du dir dann auch dich mal um oder so? Nee, das ist die Standarduniform. Das ist nicht die Reinigungskraftuniform, die ich gerade entworfen habe. Strand,
Bunte Öko, Apart, legendäre Strandkleidung, spanischer Stil. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade entworfen habe und warum ich das dann nicht nochmal extra explizit auswählen kann, aber pff. Who cares? Wen haben wir denn hier? Gäste anscheinend. Gut, wie sieht's mit uns mit dem Job aus? Der sollte gleich anfangen. Im Moment unterhalten wir uns noch mit unserer Freundin, ja. Die Alisa. Das ist kein Problem. Wann so? Wir unterhalten uns jetzt. Hier leckt es immer so ein bisschen. Das liegt, glaube ich, an den wackelnden Wellen. Jetzt wird er schüchtern. Ist das süß. Du räumst jetzt aber auf und isst noch was, bevor du jetzt zur Arbeit gehst. Und dann benutzt du noch mal dieses Badezimmer alles in einem. Denn wir haben jetzt auch schon unseren ersten Auftrag bekommen. Und es wird langsam spät. Wie angepisst sie gerade. Guckst du. Mach mal hin. Beweg dich. Hä? Oh ja, dann schmeiße ich den Teller halt weg. Tschüss. Teller, war schön, dich kennengelernt zu haben. Nein, nicht dick, nicht. Sie will ihm Ständchen bringen. Das geht jetzt nicht. Es tut mir leid, Schnucki, aber das können wir uns nicht machen. Ich kann jetzt leider nicht zuhören bei deinem Ständchen. Auch sehr süß von dir. Wie sie das einfach mal kann. Huch. Verschluckt er sich glatt vor lauter Musik. Okay, wir sind schon mal so ein bisschen überfällig zur Arbeit. Aber das macht ja nichts. Wäschst du jetzt ab? Wäschst du ab? Wäschst du? Er wäscht ab. Oh, thanks God. Wie die einfach mal Geige spielen kann. Zis. Verrückt. Verrückte Welt. So, jetzt noch schneller die Dusche aus, dann schneller die Dusche und dann auf zum Strand. 4-Sterne-Resort. Ja, das wird irgendwann hoffentlich mal passieren, ne? Was möchte er noch machen? Im Poolwasserfall spielen. Man kann im Poolwasserfall spielen. Ah, okay. Wenn ich das gesehen habe, ist das nur so ein kleines Rinnsal und wie man da innen drin spielen will, das muss mir das Spiel erst noch verraten. So, Austin, jetzt aber Flottikato auf zur Arbeit. Ja, wann so mach ich doch schon. Nur kein Stress. Los geht's. Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, Gott sei Dank, direkt hier um die Ecke an den Strand. Können wir schon mal gucken, ob wir schon ein paar Leute am Ertrinken haben, um die wir uns jetzt total gekümmert haben. Opa, bleib bloß aus dem Wasser. Bleib bloß aus dem Wasser, Junge. Aber sowas von. Gehst du da raus? Hauen sie ab. Wer ist denn das nochmal? André. André, raus da. André hat heute zwar Geburtstag, aber André, raus. André, raus. Wenn du nicht willst, dass es auch dein Todestag ist, dann raus da. Rettungsschwinger ist gleich aus dem Weg. Rettungsschwinger. Hm, genau, Hanni. Rettungsschwinger. Ich bin schon auf dem Weg. Warten Sie. Ich komme ja schon. Wie stylisch er aussieht. So. Es reicht übrigens, wenn er da in die Mitte rennt. Wir müssen nicht immer diese ganze Aufmerksamkeit und all der Scheiß hier. So, dann könnte er ja mal Fußball spielen, weil das müsste seine sportliche Aktivität erhöhen und das müsste am Strand eigentlich gut gehen.